Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie man an der 12-Volt-Batterie die Spannung misst, wie man die Ladespannung misst und wie man den Gleichrichter bzw. den Spannungsregler prüft. Wir fangen mit der Batteriespannung an. Und zwar sollte eine gesunde 12-Volt-Batterie über 12,3 Volt anzeigen. Wichtig ist, die Messung soll mindestens eine halbe Stunde nach dem Laden erfolgen. Für die Messung brauchen wir einen Multimeter. Den stellen wir auf 20 Volt Gleichstrom ein. Die rote Messspitze kommt an den Pluspol der Batterie, die schwarze an den Minuspol. Ja, knapp, ja, 12,9 Volt ist ein guter Wert für eine Batterie. Die ist also in Ordnung. Als nächstes messen wir die Ladespannung der Batterie, das heißt, wie viel Spannung bekommt die Batterie, wenn der Roller an ist. Eine Ladespannung von 14,4 Volt ist das Mindeste, was die Batterie erreichen soll. Maximal sollte die Ladespannung aber bei 14,8 ungefähr sein. Die Messspitzen können wir direkt an der Batterie lassen, müssen nur noch die Maschine starten. Jetzt sehen wir hier im Standgas ein guter Wert von 14,5 ungefähr. Ich habe ja gesagt, 14,4 ist wünschenswert. Das ist schon mal gut. Dann messen wir einmal bei Vollgas. Hier sollte der Wert 14,8 ungefähr nicht überschreiten. Auch bei Vollgas waren die Messwerte okay. Jetzt kommen wir dazu, was ich meinte. Nach dem Laden erstmal eine halbe Stunde die Batterie stehen lassen, denn sofort nach dem Laden werden falsche Werte angezeigt, beziehungsweise die Werte sind zu hoch. In einer halben Stunde wird sie wieder ungefähr 12,9 Volt anzeigen. An dieser Stelle ist die Messung für mich erstmal beendet. Hier ist alles in Ordnung. Falls hier die Werte bei euch nicht stimmen, oder falls ihr irgendwelche anderen Probleme mit dem Licht habt zum Beispiel, müsst ihr noch den Gleichrichter durchmessen. Der befindet sich meist bei den Rollern hier unter der Verkleidung. Einige Roller haben den unter dem Helmfach. Bei meinem Roller ist der Gleichrichter unter der Verkleidung. An die kommt man dran, beziehungsweise an den Gleichrichter kommt man dran, indem man hier die Schrauben löst. Auf der anderen Seite ebenso. Hier vorne eine und unten zwei. So, die Vorderverkleidung ist ab und da ist schon unser Gleichrichter. Ich stecke den Stecker einmal kurz ab. Diese Kabel hier kommen von der Lichtmaschine und wer mein Video über die Messung der Lichtmaschine gesehen hat, wird jetzt die Kabelfarben erkennen. Und zwar ist grün die Masse, gelb ist Lichtspule und weiß-rot ist die Ladespule. Jetzt haben wir hier aber noch ein rotes Kabel, was wir in der Lichtmaschine nicht hatten. Und zwar geht über dieses Kabel der Strom zur Batterie, das heißt der Ladestrom. Die am Spannungsregler ankommende Spannung messen wir an einem abgesteckten Stecker. Das heißt, die wird nicht mehr am Regler ankommen und wird nicht mehr geregelt. Das heißt, sie ist jetzt viel zu hoch für unsere Lampen. Sehr wichtig ist deswegen, vor der Messung das ganze Licht auszumachen, denn sonst brennen die Lampen durch sofort, wenn ihr den Roller anmacht. Wir messen zunächst die ankommende Spannung aus der Lichtspule, das gelbe Kabel und das weiß-rote Kabel der Ladespule. Am Multimeter stellen wir 200 Volt Wechselstrom ein. Wir messen hier erstmal die Spannung, die von der Lichtspule ankommt. Dafür stecken wir die schwarze Messspitze des Multimeters an das grüne Kabel, das heißt an die Masse, und die rote an das gelbe Kabel, das ist das Kabel der Lichtspule.
Hier sollte die Spannung abhängig von der Drehzahl zwischen 14 Volt und 70 Volt Wechselstrom liegen. Die gleiche Messung führen wir auch an der Ladespule. Die schwarze Messspitze bleibt in der am grünen Kabel, das heißt an der Masse. Die rote Messspitze kommt an das weiß-rote Kabel der Ladespule. Auch hier sollten zwischen 14 und 70 Volt Wechselstrom ankommen. Und zu guter Letzt messen wir, ob die Spannung hier am Spannungsregler auch richtig geregelt wird. Die schwarze Messspitze bleibt an der Masse, das heißt am grünen Kabel. Jetzt kommt die rote Messspitze an das rote Kabel. Hier geht ja die geregelte Spannung wieder raus. Und wichtig ist, jetzt stecken wir den Stecker wieder an. Sonst wird die Spannung ja nicht über den Spannungsregler geregelt. Jetzt ist der Gleichrichter bzw. der Spannungsregler ja wieder angeschlossen. Das heißt, der Wechselstrom wird jetzt wieder in Gleichstrom umgewandelt. Deswegen stellen wir auch unseren Multimeter auf 20 Volt Gleichstrom ein. Hier darf die Spannung vergleichsweise zu der Ladespannung, die wir an der Batterie gemessen haben, ein bisschen nach oben abweichen. Sollte die hier ankommende Spannung, die Wechselspannung, die wir an der Lichtspule, an der Ladespule gemessen haben, stimmen, aber die geregelte Spannung stimmt nicht mehr und die Ladespannung an der Batterie stimmt nicht, dann ist höchstwahrscheinlich der Spannungsregler bzw. der Gleichrichter defekt. Den sollte man dann wechseln. Stimmt die hier ankommende Spannung schon nicht mehr? Dann solltet ihr die Lichtmaschine prüfen. Den Link zu dem Video, wie man eine Lichtmaschine prüft, packe ich unten in die Videobeschreibung. An dieser Stelle war es das erstmal. Falls ihr Fragen oder Diskussionsbedarf habt, dürft ihr natürlich unter dem Video kommentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft auch selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Tipps mehr zu verpassen. Ja, in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.